Hey Leute, was geht? Petels hier von Safter Gaming und heute mit der ersten Runde Let's Overwatch. Ja, ich habe heute bzw. gestern das Overwatch freigeschaltet mit meinen 166 Siegen und wir gehen jetzt einfach mal hier schön runterladen, das ganze Replay, und gucken mal, ob da ein paar obvious Hacker bei sind oder ob einfach nur irgendwelche Leute Rage reported haben. Das passiert, denke ich mal, auch recht häufig. Ich habe vorhin mal eine Runde reingeguckt. Da war ein Typ, der hat mit der Deagle ziemlich gut gedrückt. Ich denke, das war ein Smurf-Account. Der hat nicht durch Wände geaimt oder generell irgendwie auf Trigger gespielt oder sonstiges. Und ich glaube, die Leute ragen ziemlich schnell, seit es dieses Report-Tool gibt. Ah, guck mal. Das ist suspekt. Auf Mirage. Er steht 2-2. Zweite Runde, dritte Runde. Noch nichts Auffälliges. Da geht Stairs. Er aimt Standardspots ab. Okay. Er prefiert schon mal. Das war, ja. Mal gucken, was noch kommt. Also, Prefire, okay. Vielleicht hat er Mates, die angesagt haben, dass irgendjemand steppt oder so. Schmeißt Feuer. Okay. Ah. Er weiß, glaube ich, nicht so recht, was er machen soll. Ah. Na, ha. Jo. Schönes Pre-Fire, was er da hat. Mal gucken. Der ist aber. Alter. Wie scheiße kann man bitte sein? Echt. Wenn man. Ja. Okay, war okay, fand ich. Was haben wir hier? Aha. Ja. Jetzt wird's langsam obvious. Okay, er hat ihn gesehen, er wartet und ja, ganz klar. Da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Mal gucken, was der noch hier so raushaut. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich, wie Leute mit so einem offensichtlichen Wallhack spielen können. Ah, traurig. Ja, sehr schön. Und den wird er, denke ich mal, auch noch holen. Jo. Ja, also meine Entscheidung ist schon so gut wie gefallen. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Allein schon, wie er den am Window abgeaimt hat. Und dann gerade der vorletzte Kill. Da, nee. Da fehlen mir schon wieder die Worte, wie Leute das Spiel so versauen können durch so eine Scheiße. Mal gucken, vielleicht holt er noch schön einen durch den Smoke. Wäre ja mal was Neues, hatten wir ja auch noch nicht. Und. Sein Kollege ist da oben gestorben. Oh, er probiert es zumindest. Ja. Jo, Nummer 1 durch den Smoke, Nummer 2 durch den Smoke und drauf war er auch nicht. Jawohl, da hat er kassiert. Ja. Er steht 9-4. Ist jetzt nicht so mega. Naja, obwohl. Sechste Runde. Geht eigentlich schon klar. Aber wie er abaimt und alles Mögliche, das ist nicht normal. Er sieht jetzt hier schon den Gegner. So, wir haben halt den Röntgenblick an. Und zack. Ja. Den auch. Ja, na klar. Der hat eindeutig einen Wallhack. Ich weiß noch nicht, ob er triggert oder irgendwie sowas anhat, eine Aim-Hilfe. Da achte ich jetzt nochmal ein bisschen drauf. Aber ein Wallhack hat er auf jeden Fall. Nee, Aim-Hilfe hat er nicht. Und nochmal für die Leute, die noch nicht wissen, was Overwatch ist. Overwatch gibt es in Counter-Strike Global Offensive. Ab, ich meine, 165 Wins und Gold Nova 3. Dann bekommt man eine Einladung zur Overwatch. Und mit der kann man sich dann, ja, was ein Noob. Mit der kann man sich dann gemeldete Spieler angucken. Also die ihr in-game reportet habt, beziehungsweise andere reportet haben. Ab 11 Reports kommt jemand in Overwatch. Und bei ihm ist es ziemlich offensichtlich, warum er hier ist. Und warum wir ihm zugucken. Weil er einfach mega den Wallhack hat. Da schon wieder. Ja. Er gibt durch die Smoke und ich warte nur darauf, dass er noch den schönen Wallbang macht oder so. Ich verstehe aber auch nicht, warum das Team ihn da nicht kickt.
er carriert die zwar ziemlich durch, aber wenn jetzt andere Overwatcher auch noch so entscheiden wie ich, dann wird er fliegen und das Game wird nicht gewertet. Also, wenn ihr Leute in der Lobby habt, die zu 100% cheaten, bei dem ist das ja ziemlich obvious, wenn man dem zuguckt, dann kickt die einfach raus. Sagt, hey Leute, das wird ansonsten ein Lose und wir werden gedownrankt. Einfach rauskicken. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und nicht irgendwie euch freuen, dass ihr einen Hacker im Team habt und er carriert das ja schon alleine. Nee. Das versaut den Spielspaß einfach. Diese Leute versauen den Spielspaß. Ja. Was macht er jetzt hier noch Großes? Vorspulen. Zack, zack, zack. Ja, Smoke abgesmoked. Mal gucken, gibt er durch den Smoke? Also er hat ihn auf jeden Fall gesehen. Er hat ihn gesehen. Ja, sehr, sehr schöner Frag. Und zack, da ist der. Ha? Er weiß natürlich, dass er rechts und einer links steht. Zack, da ist der erste. Na komm, aim nochmal schön auf die Wall. Ne. Ja, der geht zurück, denkt er sich. Ja, ein bisschen so tun, als wenn. So, jetzt hat er gesehen, der letzte geht über B. Er kommt zurück. Was macht er? Okay. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, aber. Ah, alles klar. Ja. Also das ist doch ziemlich eindeutig. Er steht gerade 16-5. Gegnerteam 9, 4, 8, 6. Ja. Alles noch im Rahmen. Und seine Mitspieler sind aber auch nicht so der Hammer. Ich weiß nicht, ob der die irgendwie damit boosten will oder sonstiges. Aber ja, letztendlich hat es auch keinen Sinn. Und Smurf-Account ist es auch nicht, weil so wie der aimt, beziehungsweise so wie er durch die Walls aimt, auch wenn er hier ab und zu mal so eine Fake, ich nenne es mal Fake Flash, das ist einfach Pre-Fire pur. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wie kann man so offensichtlich hacken? Ja. Mal sterben, damit es für uns nicht so aussieht, als ob er hackt. So. Mal gucken, was er macht. Ah. So tun, als ob mal wieder. So. Okay. Ja, das ist noch okay, dass er durch die Smoke schießt. Ja, den kann er noch gehört haben. Den auch. Er soll noch mal richtig schön durch die Wand aimen. Ja, genau sowas wollen wir sehen. Sowas wollen wir sehen. Damit hat er sich verraten. Ja, das ist für mich eindeutig. Werden wir ihn gleich einen Wallhack beschuldigen? Ja, da sind wir auch schon. So, außerordentliche Zerstörung. Zielhilfe. Unzureichend. Sichthilfe. Eindeutig. Okay, wo bin ich hier jetzt gelandet? Außerordentliche Störung. Ja. Klar, er stört damit die anderen und behindert damit auch das Spiel. Warum lande ich immer hier? Urteil abgeben, Urteil vertagen. Wir geben unser erstes Urteil ab in Overwatch. Vielen Dank. Ja, so, das war die erste Runde CSGO Overwatch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder sonstiges. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.